Brosche heißt übrigens bitte auf Polnisch. Und Brosche heißt Ferkel. Stell dir mal vor, du sagst Danke und jemand anderes sagt einfach Ferkel. Was ist denn das? Es ist ein Haken an der Anglerschnur. Das heißt, back, my friend. I hope you find something you like. Ach, jetzt kann ich auch fortfahren. Aha. Dann würde ich jetzt mal schnell diesen Angelhaken kaufen. Angelhaken. Wir haben keine Dukaten mehr. Nice. Du verfügst nicht über genügend Geld. Was ist denn, wenn ich jetzt was anderes gekauft hätte? Frage ich mich ja so ein bisschen. Ohne Köder ist nicht gut angeln. Was soll ich denn jetzt als Köder nehmen? Es ist etwas an diesem Seil in der Nische befestigt. Ich benötige etwas, um daran zu ziehen. Sieht aus wie ein Sarg, Alter. Vielleicht ein Brecheisen? Nein. Ein Regenschirm? Tatsächlich ein Regenschirm. Oh Gott, am Ende ist das wirklich ein Sarg. Gut gemacht. Gefunden. Sargdeckel. Ach du liebe Zeit. Okay, wir müssen den Tannenzapfen als erstes finden. Das habe ich mir jetzt mal so gedacht. Hier haben wir Kreuz und Blume. Okay, oh, wie viele Sachen hier außen drum rum sind. Sag mal, der ganze Scheiß. So. Zack, zack, zack. Haben wir auch noch einen Schuh gefunden. Die Weintrauben habe ich, glaube ich, auch gerade gesehen. Das waren sie, glaube ich, nicht. Doch, das waren sie. Hier haben wir noch einen Käfer. Schlüssel. Wir brauchen keinen Schlüssel. Aber wir haben einen Fächer gefunden. Yay. Haben wir jetzt schon 6. Und hier ist noch einer. Haben wir 7. Okay, wir haben eine Laterne noch gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Pfeil irgendwo her. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Hier haben wir noch eine Gartenhake, falls wir ein bisschen Gartenarbeit machen müssen in Venedig. Den Garten umschaufeln. Wir haben hier noch einen Fisch. Der Rosenkranz, der war doch auch gerade hier noch irgendwo. Rosenkranz, ist das nicht das hier? Nee. Da? Nee. Wo ist denn der Rosenkranz? Mir fällt zum Thema Rosenkranz noch was ganz anderes ein. Hier liegt die Sonne, die wir brauchen, verdammte Scheiße. Hier haben wir noch die Kette gefunden, eine Ähre. Das hier? Nee. Hier haben wir nochmal ein Kleeblatt. Das dürfte die Ähre nicht sein. Nanu. Hier haben wir noch einen Pfeil. Pff. Toll. Und ich muss ja noch irgendwas hier zerstören. Hör mal. Vielleicht mit der Axt. Ich muss bestimmt irgendwie die Leiche aufmachen. Oder so. Hätte ich mir jetzt vorstellen können. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wo ist denn die Ähre? Ähre, Uhr und Paprika. Hier haben wir eine Pistole, aber warum mitnehmen? Die Ähre muss ja noch irgendwo sein, wo man es gleich sieht. Also wo man nicht irgendwie noch was... Oh, guck mal. Da haben wir Uhr und Paprika gefunden. Jetzt ist allerdings die Frage, wo ist die Ähre? Dass man die bei mir sucht, ist sowieso verwunderlich. Aber wir suchen ja nicht die Ähre, sondern die andere Ähre. Haha! Ha.
Ach, das sagt man schon vorher. Ich geh doch mal bitte raus. Nein. Pff, jetzt ist er halt im Internet, ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Die Ehre. Wo ist die hin? Ich weiß es nicht. Ich sehe die Ehre nur. Ach, hier. Oh, Mann. Brett vom Kopf. Eine Sonnenscheibe, obwohl wir die gar nicht gesucht haben, ne? Musst du dir mal überlegen. So, dann gehen wir jetzt erstmal zurück und holen die Sonnenscheibe. Benutzen die Sonnenscheibe. Das war hier drin, glaube ich, ne? Völliger Blödsinn. Das ist hinten beim Schiff gewesen. Bei der Gondel. So, guck, dann nehmen wir jetzt hier die Sonnenscheibe und machen einfach so. Und was haben wir hier gefunden? Ein Hebel? Wofür brauchten wir denn jetzt einen Hebel? Was? Vielleicht für den Brief? Nein. Wofür brauche ich denn jetzt einen Hebel, bitte? Oh. Den hätte ich fast vergessen. Wofür brauche ich jetzt den Hebel? Ach, hier können wir auch nochmal zurück. Geil. Wollen wir aber nicht. Wir wollen hier hin. Und direkt nochmal. Na klar. So. Okay. Dann ein Stern. Der ist hier. Dann haben wir hier oben noch was. Ein Anhänger. Puh, keine Ahnung, wo der sein soll. Das war die Münze. Ist natürlich kein Dukat. Die Sonnenscheibe liegt immer noch hier rum. Das ist ziemlich gut programmiert, muss ich sagen. Ach Gott, mir tränen die Augen irgendwie. Ah, ich muss ab und zu blinzeln. Das sollte man nicht vergessen, wenn man am Computer sitzt. Dass man auch mal blinzeln muss. Man muss ab und zu einfach mal blinzeln. Oh, hier war gerade irgendwas. Ah. Da hat die Leiche angefasst. Lol, lol, lol. So. Was fehlt uns denn noch? Wir brauchen noch ein Kleeblatt. Das habe ich doch vorhin, habe ich das gesehen. Also vorhin ist gut. Gerade eben war das. Naja. Dann haben wir hier noch irgendwas. Hier haben wir... Ach, guck mal hier. Ist das nicht auch so ein Hebel? Hier haben wir noch eine Schnecke, aber eine Schnecke brauchen wir nicht. So, hier haben wir noch einen Fisch. Ein Rehenapfel. Ich klicke viele Sachen einfach nur an, um das Gefühl zu haben, dass man auf dem richtigen Weg ist. Der Blitz. Blitz habe ich aber schon gesehen vorhin durch. Wo ist denn der Blitz? Hier ist der Schmetterling. Ach nee, Schmetterling brauchen wir nicht. Pff. Toll. Hier war das Kleeblatt, natürlich. Jetzt aber trotzdem fahre ich wette Beamtaumschlag heute. Oh Mist, das war too much. Blitz und Violinschlüssel. Wo ist der Blitz? Blitz, der Blitz, der Blitz. Das himmlische Kitz. Hier ist der Violinschlüssel, aber wo ist der? Ach, da. Na lol. Wir haben einen Griff gefunden. Was auch immer das jetzt hier ist. Ein Teil des Rätsels fehlt. Klicke auf ein Quadrat, um es und die umliegenden Quadrate zu drehen. Fahre fort, bis du das Bild vervollständigt hast. Thank you.
Shit. Ja. Gut, das ist jetzt nicht so schwer, finde ich. Um nicht zu sagen, es ist pissy einfach. Oh Gott. Leute. Ah! Killed it with fire. Ich weiß nicht, wo das jetzt auf einmal herkam, ne? Ich habe gedacht, das wäre alles, ne. Ja. Wir haben den Brief immer noch nicht aufgemacht. Und hier oben stalkt irgendjemand, wahrscheinlich die nette Nachbarin von nebenan. Die nette Nachbarin von nebenan. Mhm. Wir haben hier aber immer noch nichts Neues. Das ist doof. Nachdem ich das Rätselschloss knackte, konnte ich die Tür öffnen. Ich frage mich, ob die Mädchen oder jemand von der Erlösung drinnen ist. Lass es uns herausfinden! Hier fehlt ein... Warum hat jemand dieses Gemälde herausgerissen? Und wo ist es hin? Ach, na prima. Ach du Scheiße, sag mal. Zettel! Ich hab... eine Flasche gefunden. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen sehr ungünstig, aber wir haben hier nochmal einen und hier haben wir noch einen. Geil. Wir haben jetzt noch nichts von dem gefunden, was wir eigentlich brauchen, aber pff, läuft. Jetzt haben wir hier einen Klecks fabriziert und den müssen wir natürlich finden. Und eine Büroklammer und hier haben wir Wolle. Wolle brauchen wir aber nicht. Einen Schlüsselbund brauchen wir auch nicht. Warum auch? Könnte ja nur irgendwo passen. Hier haben wir noch sowas. Dann haben wir hier noch das. Und eine Feder und ein Gemälde. Klammer. Ich sag einfach jetzt wahllos irgendwelche Begriffe. Lol. Was brauchen wir noch? Eine Leiter, die haben wir hier drüben. Eine Spinne. Die Spinne ist bestimmt hier irgendwo hinten. Ein Handabdruck. Spinni! Da war sie doch gerade. Hör mal. Hallo. Spinni. Das ist doch die Spinne, oder? Oder etwa nicht? Ist das nicht so interaktiv hier, wie ich dachte? Wie ich dachte, dass es ist. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch eine Perle. Was war das gerade? Hier war doch gerade irgendwas. Ich bin doch nicht blind. Hier war doch gerade was. Oder ich war blind. Hier haben wir den Kompass schon mal. Spinne und Perle. Eine Perle sollte einem aber doch eigentlich ins Auge stechen, oder? Eine Perle. Hier ist die Spinne. Die Frage ist jetzt, wo ist die Perle? Wo ist meine Perle? Hm, wer weiß. Perle. Juhu, Perle. Hier haben wir nur eine Perlenkette. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was gesucht wird. Eine Perle. Ich will jetzt eigentlich keinen Hinweis benutzen. Ich will es eigentlich selbst finden. Da? Nein. Morgenstern ist da auch fast wie eine Perle. Hier haben wir noch eine Brosche. Brosche heißt übrigens bitte auf Polnisch. Und Brosche heißt Ferkel. Stell dir mal vor, du sagst Danke und jemand anderes sagt einfach Ferkel. Zu dir. Das ist natürlich jetzt doof, dass wir die Perle nicht finden, ne? Ich bin eigentlich versucht, einen Tipp zu nehmen, aber eigentlich auch nicht. Weil es bestimmt wieder total easy ist und ich einfach nur wieder drüber hinwegsehe. So wie immer eigentlich. Doof.
Eine Perle ist für mich rund und weiß. Naja, los. Wer soll denn das sehen? Wir haben einen Degen gefunden. So. Die Maske symbolisiert Neid, aber sie ist hinter Glas gesichert. Können wir es nicht kaputt machen? Wir haben einen Griff und einen Hebel. Nee. Die Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Mit einem schmalen Gegenstand könnte ich das Schloss knacken. Mit einem Degen? Aber sicher das. So, was haben wir hier noch? Ach du liebe Zeit. Hier gehören eine Palette und ein Pinsel hin. Ach, da muss ich erst die Palette kaufen. Die Anordnung der Figuren auf dem Vorhang muss etwas zu bedeuten haben. Das könnte später noch nützlich sein. Ja. Definitiv, mein Freund. Definitiv. Was war denn das jetzt? Gut gemacht. Gefunden Medaille. Okay. Gefunden Medaille. Gefunden Medaille. Hier ist eine seltsame Aussprache. Dieser Begriff, ne? Dieser Begriff. Was soll denn das darstellen? Aber immerhin ein Dukat. Okay, das hatten wir alles hier. Das Gemälde haben wir auch gesehen. Das war die Palette. Na, lass uns mal weitergehen. Ach du Scheiße!